So, es geht weiter mit Let's Play The Solos Project Folge 3. Letzte Folge so ein bisschen erkundet. Und ich glaube, wir müssen sogar nochmal schlafen gehen. Oder? Wie sieht es denn draußen aus? Wächst das hier eigentlich alles nach? Oder ist das... Ah, das kann man wieder mitnehmen hier. Ach, es scheint aber hell draußen zu sein. Ja, die Sonne steht hoch am Himmel. So, und jetzt würde ich sagen, ich nehme mal diese komische Leuchtfeuer raus. Oh, das ist ja cool. Da sind die Monde am Horizont. Ich muss mal gucken, dass hier nicht diese blöden Pflanzen reinlatsche. Ich müsste, glaube ich, sogar noch ein paar Dosen mitnehmen. Hier waren noch irgendwo Dosen. Ich glaube, mal gucken, ob ich noch ein paar Dosen finde. Die nehme ich dann mal noch mit. Dann knacke ich die auf, wenn ich unterwegs bin. Da lagen noch irgendwo noch Dosen rum. Oh nein, wo sind die blöden Dosen hin? Ich brauche doch Dosen. Naja, ich sag mal so, es wird schon irgendwie schief gehen. Dose? Ja, eine leere Dose, aber hier sind Dosen. Inventory full. Naja, wenigstens eine habe ich mal mitgenommen. So, wir haben 8 Stunden Zeit, um uns ein bisschen umzuschauen. Gespeichert hat das Spiel, ja. 28 Grad sind es draußen. 36 Grad Körpertemperatur. Und jetzt wollte ich ja da hinten mal gucken gehen, was da so ist. Ich könnte auch sprinten, aber wenn ich sprinte, dann verliere ich, glaube ich, relativ viel Energie. Ah, das sieht schon richtig cool aus. Inventory full. Da ist ein Rohr. Und dann gehe ich jetzt hier einfach mal gucken, was hier so ist. Das Tolle ist ja, dass wir mehr als sterben, geht ja nicht. Windgeschwindigkeit nimmt gerade wieder zu. Erkundung abgeschlossen. Neue Zielpeile. Okay, das war also auch schon das, was wir machen wollten. Überlebenshandbuch. Ah, ich habe ein Überlebenshandbuch vergessen. Wo ist denn das Überlebenshandbuch? Das 6 von 8. Ne, das 6 von 8 hatte ich, oder? Ne, das 7 von 8 fehlt. 7 von 8 Überlebenshandbuch. Okay, das hört sich mal richtig creepy an. Was ist denn das Überlebenshandbuch, das andere? Na egal. Wenn dein Schiff abgestürzt ist, sammle so viele nützliche Gegenstände wie möglich aus dem Wrack, bevor du in anderen Gegenden wanderst. Selbst die einfachsten Gegenstände können überlebenswichtig sein, wenn sie richtig angewendet werden. Okay. Das scheint das Schiff zu sein. Finde einen Weg in die Höhle. Hm.
nicht durch. Da liegt was, wie kommt man denn da durch? Vielleicht rüber irgendwie auf die andere Seite? Finde einen Weg in die Höhle. Mal umschauen, wir könnten da vielleicht hoch. Könnt ihr mal nach eine Stufe höher? Ich guck mal, ob ich hochkomme. Ja, das sieht mir hier schon sehr verdächtig aus. Jetzt habe ich mich hier reingeglitscht, oder? Ne, ich komme nochmal raus. Huiuiui. Okay, ich versuch's mal nochmal. Wie sieht's denn mit unseren Vitaldaten aus? Ganz gut. Okay, auf den rauf. Auf den. Und jetzt? Geht's nicht weiter. Ist, was bringt mir denn das jetzt genau, wenn ich hier bin? Eigentlich gar nichts. Sieht nur schick aus. Oh! Oh shit. Schlafe, um deine Gesundheit wiederherzustellen. Okay, 450 Lebenspunkte. Okay, allzu weit fallen kann man nicht. Ich hol mal kurz die Fackel raus. Okay, wie komme ich dahin? Finde einen Weg in die Höhle. Was haben wir denn für Möglichkeiten? Kann ich vielleicht mit dem Stock hier irgendwas kaputt machen? Muss ich das Ding hier vielleicht irgendwie... Bestimmt außen rum. Ich gehe mal außen rum. Oder komme ich hier vielleicht hoch? Das ist doch eher so ein Rumgeglitsche, oder? Mal umgucken. Was? Also dieser kleine also ganz ernsthaft, das ist doch ein bisschen albern gerade. Also da geht's nicht weiter, das bringt mir da nichts, da hochzugehen. Genauso wenig bringt es mir, da hochzugehen. Also das ist, glaube ich, großer Quatsch. Na gut, ich guck mal außen weiter. Das sind auf jeden Fall ganz schön creepy Geräusche. Geht denn da ab? Hä? Was zum Teufel? Das habe ich gar nicht gesehen. Da ist irgendwas eingeschlagen da hinten. Noch was. Oh, das ist Meteoritenhagel, oder? Dehydration imminent. Nee, das sind Rettungskapseln. Ugh.
deine Vitalzeichen auf dem PDA im Auge. Oh, hier sind 46 Grad. Warum ist es denn hier so heiß? Okay. Ach, das ist gerade eine Hitzewelle. Okay, wir müssen in eine Höhle, in irgendwas Dunkles, Kaltes. Es ist gerade eine Hitzewelle, deswegen ist die Sicht auch so ein bisschen verschwommen. Dann gehe ich nochmal zurück. Gehe nochmal pennen. Wir haben ja nicht viel erreicht. Oh, scheiße. Und wahrscheinlich geht die Energie relativ zügig runter, ja. Verdammte Axt. Habe ich denn überhaupt noch was zu essen? Ich habe noch Konserven. Was ist denn da hinten? Das sieht ja auch krass aus. Ja, es ist gerade eine krasse Hitzewelle, weil die Sonne... Heatstroke imminent. Oh, fuck. Oh, no! Schnell in die Höhle zurück! Inventory full. Ich hab eigentlich gar nichts mehr zu essen. Fällt mir gerade an. Mit den leeren Wasserflaschen werde ich hier mal bunkern. Okay, dann werde ich mal ganz kurz. Es ist immer noch so warm draußen. Ja, die Temperatur steigt rapide an. Dann werde ich mal kurz pennen gehen. Schlafen wir mal 5 Stunden. Meine Güte, dieses Spiel. Ich bin ein bisschen feige, muss ich zugeben. Oh, scheiße. Fallen lassen. Nein! Zumindest jetzt ordentlich was schnabuliert. Okay, gehen wir mal weiter. Dann werde ich hier die Dosen mal hinlegen. Ja, es passt auf jeden Fall hier. Sieht jetzt schon aus wie zu Hause. Oh, jetzt ist es Nacht. Die 6 von 8, ich habe die 7 von 8 hat noch nicht gefunden. Wie viel Grad haben wir? Oh, wir haben 7 Grad draußen. Wo war denn nochmal der Hinweis? Mit dem.
ist übrigens ein Kompass, das ist Norden. Eine Wärmequelle. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt abends hingehen sollte, oder? Ich meine, wir haben 7 Grad. 7 Grad geht eigentlich noch, so kalt ist es gar nicht. Ach, das ist... Wärmequellen sind der Schlüssel zum Überleben kalter Nächte. Nutze deine Umgebung, um so schnell wie möglich Lagerfeuer oder Fackel herzustellen. Feuer bieten wichtiges Licht und Wärme. Wir haben ja so ein paar Pflanzen dabei, oder? Ja, 3 Stück, also damit kann ich dann auf jeden Fall auch Feuer machen. Und wenn ich die Fackel anhabe, habe ich ja eh eine gewisse Temperaturanzeige. Und die scheinen aber auch abends immer aktiv zu sein, diese komischen Pflanzen. Ich gehe da jetzt einfach nochmal hin. Zum Ziel vielleicht. Was ist mit denen hier? Merkwürdige Pflanzen. Boah, ich hatte dringend wieder was zu essen, ne? Also was zu essen und... Ach, das ist die Luftfeuchtigkeit, genau. Das andere. Trinken habe ich auch noch, also lange wird es knapp. Ich frage mich halt immer noch, wie ich in diese komische Höhle da reinkomme. Das ist halt auch noch sowas, ne? Ah! Eine Pflanze! Ah, okay. Ihr hättet mich mal Alien Isolation spielen sehen sollen. Das war nicht toll. Es sieht schon echt cool aus mit dem Mond, der da am Horizont ist. Ich gehe da jetzt nochmal gucken, vielleicht habe ich irgendwas übersehen, aber ich glaube schon fast nicht. Wer baut denn sowas? Weiß halt auch nicht, wie ich da hinkomme, ne? Sind halt überall Trümmerteile. Muss man vielleicht irgendeine Bombe oder sowas bauen? Finden einen Weg in die Höhle. Also ich denke schon, dass man da außenrum irgendwie hinkommen muss. Das hört sich aber auf jeden Fall sehr, sehr creepy an. Naja, gehen wir erstmal wieder zurück. Essen und so sieht noch in Ordnung aus. Hauptsache, wir finden mal demnächst irgendwas. Okay, da war auf jeden Fall Zeugs drin. Und so ein bisschen auf diese blöden Pflanzen da aufpassen, auf diese fleischfressenden Dinger. Meine Güte. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was würdet ihr machen, wenn ihr allein auf dem Planeten wärt? Ohne, dass ihr wirklich Ahnung von dem Ding auch habt. Auf das ihr da landet. Oh, da ist eine Rettungskapsel. Oh, da ist Zeug drin. Nahrung. Medipack. Inventory full. Inventory full. Inventory full. Ein Teleporter. Werfe. Was? Werfe teleportieren, um hier zurückzukehren. Um was? Ich habe keine Ahnung. Das ist. Sieht das so schlecht? Teleporter. Okay. Inventory full. Und dann können wir doch gleich mal was essen hier. Kraftnahrung, Energie, oh. Inventory full. So, ich lasse mal die Fackel draußen, dann unterkühle ich auch nicht so schnell. Okay, hier ist offensichtlich eine Kapsel runtergekommen. Auf immer am Strand weiter. Irgendwelche Fässer, die hier liegen.
Oh. Ah! Oh, meine Güte, habe ich mich gerade erschrocken. Meine Güte, ich habe gedacht, da steht irgendwas hinter mir. Scheiße. Das könnte ich auch anzünden, oder? Es sind 11 Grad hier drin, da gibt's Wasser. Ich trinke mal ein bisschen was. Aber da geht es offenbar nicht weiter. Also hier ist auf jeden Fall eine Stelle, wo ich ein bisschen geschützt bin. Das ist gut zu wissen. Wie kann ich denn Sachen markieren? Hm. Also gut, die Stelle hier muss ich mir irgendwie merken. Reicht das, wenn ich das Ding fallen lasse oder was? Sieht so aus. Man muss das Ding wohl einfach nur fallen lassen, ja, dann würde ich das. Würde ich das Ding mal hier fallen lassen. Mal gucken, ob das jetzt angezeigt wird auf der Karte dann. Ja, hier 11 Meter, 12 Meter. Okay, das ist also das Leuchtfeuer. Lass es da jetzt mal kurz liegen, damit ich weiß, dass ich da einen Schutz habe für die Nacht. Was ist denn das hier alles? Der große Basalt. Das sieht mir nicht sehr natürlich aus. Es scheint mir irgendwie. Ha, ich weiß auch nicht. Also ich habe keine Ahnung, ob wir irgendwelche ekligen Alien-Lebensformen rumrennen oder so. Also ob hier überhaupt Leben auf dem Planeten existiert. Naja, muss es ja. Es gibt ja Pflanzen. Und hier scheint wieder irgendwas runtergekommen zu sein. Haben wir irgendwas gesehen. Kann man sich hier auch irgendwie. Ja, das Leuchtfeuer da hinten. Eine Wasserflasche. Inventory full. Ah, ihr habt es zuerst gehört. Inventory full. Was ist denn das? Ein Rucksack! Inventar plus 2. Jetzt kann ich mehr mitnehmen. Jetzt schon das beste Spiel der Welt. Hm, ich gehe mal hier lang. 100 Meter, allzu weit sollte ich nicht mal laufen. Oh, hier ist was. Lathas Tagebuch. Die Dinge stehen gut für Gliese. Wir könnten eine Kolonie in unseren Händen halten, auch wenn wir lediglich bestätigt haben, dass es kohlenstoffbasierende Leben dort unten gibt. Wenn dort Pflanzen sind, könnte es auch Tiere geben, die größer sind als Mikroben. Frederick scheint aber von irgendetwas anderem besessen zu sein. Okay, das macht mich schon mal Angst. Ich gehe mal hier einfach weiter. Ich will keine fremden Lebensformen treffen. Ich will doch einfach nur weg hier. Was? Ich hab Angst. Mama. Mama, ich hab Angst. Luftfeuchtigkeit wird ganz schön hoch. Da ist übrigens unser Ziel irgendwo in der Nähe. 130 Meter entfernt. Reminder. Your survival is of paramount importance to the continued existence of mankind. Ja, ich weiß doch. Da ist noch eine Kapsel. Ich laufe mal an einem Strand entlang. Ich darf mich halt nicht allzu weit entfernen, weil sonst. Boah, da kommt noch eine ganz schöne Flutwelle da hinten.
Geht's da in die Höhle rein? Also, wenn es ein Survival-Spiel ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das Spiel so unfair ist, dass man irgendwie an irgendeiner Stelle auf einmal mit einem Schlag tot ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber hier geht's in eine Höhle rein. Spinnennetz. Oh nein, ich hab Angst, Mama, da sind bestimmt eklige Spinnen drinne. 9 Grad. Es ist ziemlich kalt in dieser Höhle. Ich glaube, wir zünden mal irgendwas an. Und dann würde ich sagen, übernachten wir mal hier. Ach, da geht's durch. Wir zünden das hier mal an. Ach so, das geht nicht. Okay. Okay, dann machen wir es anders. Das mal an. Und dann würde ich sagen, mache ich an dieser Stelle einen Cut und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Ich werde hier mal. Oh, jetzt fängt es auch an zu regnen. Gut, dass ich gerade Unterschlupf in der Höhle gesucht habe. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder von Let's Play The Solus Project. Ja, da fängt es gerade aber richtig an zu schütten. Climate anomaly detected. Was? Ich mach mal ganz kurz einen Cut und dann schauen wir uns das mal gemeinsam an.